Ja, herzlichen Dank für die freundliche Einleitung. Vielen Dank an Sie, dass Sie gekommen sind, um sich abends um 8 Uhr diesen Thema anzunehmen. Mein Vortrag geht natürlich über das Spannungsfeld zwischen Physik und Biologie. Das ist ein Spannungsfeld, was schon immer viele Leute beschäftigt hat. Man könnte im Prinzip aus der Geschichte viele Geschichten erzählen. Zum einen ist da die Welt der Physik, die Welt, die wir mit Zahlen verbinden, mit starker Voraussagbarkeit. Auf der anderen Seite die Welt der Biologie, die sozusagen voll Überraschungen steckt, eine unendliche Welt der Formen, der Abstufungen, viele überraschende Zusammenhänge, die wir auch im eigenen Körper oft erleben. Eigentlich zwei Welten, die sozusagen nicht so leicht miteinander gehen, aber sie sind natürlich alle Teil unserer Umgebung, unserer reellen Welt und gehören eigentlich zusammen gedacht. Dann natürlich als dritte Disziplin, die in dem gleichen Spannungsfeld unterwegs ist, die Medizin. Von der Medizin erwarten wir uns natürlich typischerweise etwas andere Dinge. Wir wollen sozusagen geheilt werden. Da interessiert es uns nicht unbedingt sozusagen, wie der Arzt zu der Lösung kommt, solange sie uns hilft. Aber natürlich ist es andersrum auch wahr, dass wenn ein Arzt besser versteht, wie die Welt funktioniert, wie zum Beispiel die physikalischen Gesetze für die Biologie sind, kann er auch bessere Therapien für uns entwickeln. Also auch Mediziner haben natürlich ein großes Interesse daran zu verstehen, wie dieses komplexe System, biologisches System funktioniert. Generell gilt natürlich sowohl in der Biologie als auch in der Medizin, schon in der Ausbildung hat man stark Physikanteile, nicht unbedingt immer die beliebtesten Teile im Medizinstudium, aber sehr wichtige. Und hier verlässt man sich natürlich auch darauf, dass die physikalischen Gesetze die richtigen sind. Ich möchte es mal an einem kleinen Beispiel illustrieren sozusagen. Wenn wir uns mit der Astrophysik beschäftigen, dann haben wir zum Beispiel dieses praktische Problem, wir wollen einen Roboter bauen, der auf dem Mars funktioniert. Den müssen wir natürlich hier auf der Erde bauen und uns darauf verlassen, dass wenn sich dann alles sozusagen entpackt hat, auch funktioniert. Und das geht natürlich nur, weil wir annehmen, dass genau die gleichen Gesetze oben auf dem Mars gelten wie hier auf der Erde. Obwohl natürlich die Astrophysik auch ein komplexes System zum Gegenstand hat, kann man sich hier auf die physikalischen Gesetze verlassen. Und das Gleiche möchte ich jetzt argumentieren, gilt natürlich für die Biowissenschaften. Wenn wir uns überlegen, wie können wir zum Beispiel eine Maschine entwerfen, die in einer Zelle funktionieren würde, ein kleiner Roboter, der irgendwelche Reparaturprozesse durchführt, oder generell, wie funktioniert überhaupt die Zelle sozusagen innen drin, dann müssen wir von der Welt der Biomoleküle sprechen. Hier ist zum Beispiel so eine Computersimulation. Die Farben sind natürlich total willkürlich, auf der Skala gibt es eigentlich keine Farben, aber sie sind eben gewählt, um sozusagen die Vielfalt zu demonstrieren der verschiedenen Moleküle, die hier zusammenarbeiten. Und obwohl es eine fremde Welt für uns ist, ist es genauso eine fremde Welt wie der Mars, eine Welt, die trotzdem den physikalischen Gesetzen gehorchen muss. Und solange wir sozusagen die entsprechenden Teilgebiete der Physik beherrschen, wie zum Beispiel die Thermodynamik oder die Hydrodynamik, dann wissen wir im Grunde schon sehr genau, was sozusagen im Inneren einer Zelle vor sich geht. Und witzigerweise sind es ja die gleichen Fachgebiete, Thermodynamik, Hydrodynamik, die man auch in der Astrophysik kennen muss, wenn man sich ins Weltall begibt. Also auch hier können wir uns darauf verlassen, dass die Physik sozusagen die Grundlage ist für all das, was hier passieren kann. So, nachdem ich diese etwas allgemeine Bemerkung gemacht habe über die Wichtigkeit der Physik für die Biosysteme, ist eigentlich auch schon klar, wie meine Antwort auf diese rhetorische Frage lauten wird, die ich im Vortragstitel gewählt hatte. Natürlich bin ich der Meinung, dass sich die Biologie vermessen lässt. Ich glaube, es gibt keinen Grund, warum das nicht so sein sollte, aber es ist natürlich sehr schwierig. Und im Vortrag soll es vor allem darum gehen, warum das so schwierig ist, beziehungsweise sozusagen mit welchen Konzepten wir sozusagen Fortschritte machen könnten. Also das Problem ist natürlich die Komplexität, das ist auch das Thema dieser Reihe hier. In der Biologie muss man sich einfach klar machen, das System hat 3,5 Milliarden, nach neuesten Erkenntnissen vielleicht sogar etwas länger Zeit gehabt, sich zu entwickeln. In der Sprache der Ingenieure hat sozusagen ein biologisches System unheimlich viele Entwicklungsphasen durchlaufen und hatte sozusagen unglaublich viel Zeit, kleinste Details sozusagen zu entwickeln und bestimmte Funktionen zu erreichen. Und deshalb hat es eben diesen hohen Grad an Komplexität angenommen. Das ist sozusagen der Kern der Evolutionstheorie, die langen Zeitskalen, die Darwin schon beobachtet hat.
Das heißt, wir haben ein System voller vieler kleiner Komponenten und wir müssten im Grunde unheimlich viele Messungen machen, um alles zu verstehen. Das ist gar nicht sozusagen in dieser Fülle möglich, aber wir können natürlich viele Entscheidungen treffen. Ja, wir können entscheiden, was wir messen, und wenn wir die richtigen Entscheidungen treffen, dann werden wir die Dinge lernen, die uns dann weiterhelfen, um das System zu verstehen und vorauszusagen. Und natürlich ist Voraussage immer einer der wesentlichen Kriterien, ob wir erfolgreich sind oder nicht. So, das heißt, so eine Theorie, die alles umfasst, wie es vielleicht in der Elementarteilchenphysik möglich zu sein scheint, wird es hier nicht geben. Aber meine Meinung dazu ist, dass wir die auch nicht unbedingt brauchen. Und ich habe hier sozusagen als Beispiel das Konzept einer Landkarte. Wenn wir eine Landkarte konstruieren, dann interessieren wir uns ja auch nicht dafür, sozusagen die Landschaft, die wir beschreiben wollen, eins zu eins nachzubauen. Eine Landkarte, die sozusagen wirklich jeden Grashalm und jeden Kieselstein zeigen würde, wäre keine Landkarte mehr, die ich benutzen könnte. Was ich für eine Landkarte erwarte, ist natürlich, dass die wesentlichen Elemente der Landschaft gezeigt werden. Ja, ich will Auto fahren und auf meinem Navigator sehen, in welche Richtung ich fahren muss und was sind die wesentlichen Gabelungen, ja, was sind die wesentlichen Hindernisse, die ich habe. Und genauso stelle ich mir vor, wollen wir eine Landkarte der biologischen Systeme haben, die eben die wesentlichen Teile zeigt. Und diese Teile sollen alle quantifizierbar sein, sodass ich dann auch Voraussagen treffen kann. Und dafür brauchen wir die Physik. So, die Zukunft ist sehr vielversprechend im Moment. Es ist eine wirklich aufregende Zeit im Moment, in diesem Grenzgebiet zwischen Biologie und Physik zu arbeiten. Es sind viele verschiedene Dinge, die dazu führen, dass im Moment das Gebiet sich sehr schnell entwickelt. Zum einen die Technologie. Es gibt sozusagen jede Menge neue Entwicklungen, Robotik, hochauflösende Mikroskopien, sehr viel Computeralgorithmen, einfach neue Messverfahren, die Biologen immer mehr in ihren Labors anwenden. Manche Biologielabors heute sehen aus wie Physiklabore. Ja. Sie gehen rein und sie sehen lauter Roboter und Computer da stehen. Das sah früher ganz anders aus. Ja. Da hat sich sehr viel geändert. Dann haben wir natürlich die enorme Computerpower, die sich entwickelt hat, die Datenbanken, die ganzen Algorithmen, die heutzutage zur Verfügung stehen. Wir haben sozusagen viele Leute, die ausgebildet sind in statistischer Datenauswertung, die wissen, wie sie mit Daten sinnvollerweise umgehen sollen, was gute Daten sind, was schlechte Daten sind. Und dann kommen wir jetzt auf mein eigenes Arbeitsgebiet. Wir haben auch große Fortschritte in der Modellierung. Wir können zum Beispiel Lücken, die in unserer Beobachtung existieren, ausfüllen, indem wir die richtigen Modelle dafür aufstellen. Und darüber möchte ich heute auch ein bisschen sprechen. All das zusammen führt, wie gesagt, zu einer großen Dynamik in diesem Forschungsgebiet, und es entstehen dabei ganz viele neue Forschungsgebiete, von denen Sie vielleicht auch schon in der Zeitung mal gehört haben. Biologische Physik wurde als Begriff erfunden, um sich abzugrenzen von der Biophysik, die Biophysik als mehr dienende Wissenschaft, die sozusagen den Biologen die Methoden zur Verfügung stellt. Die biologische Physik hat mehr Selbstbewusstsein und möchte wirklich sozusagen Physik für biologische Systeme entwickeln. Systembiologie ist der Versuch, das gesamte System zu verstehen, möglichst viele Aspekte sozusagen in einer umfassenden Beschreibung, zum Beispiel mit Datenbanken. Es geht da vor allem auch um Datenverarbeitung. Die synthetische Biologie hat den Anspruch, dass wir über die Biologie, wie sie uns sozusagen aus der Evolution entgegenkommt, hinausgehen, dass wir sozusagen neue Biologie selbst bauen. Was Sie vielleicht schon gehört haben, was hier am EMBL stark gemacht wird, ist, man kann heutzutage ganz neue Aminosäuren in Proteine einbauen, die die Natur gar nicht benutzt, ja, und damit sozusagen neue Erkenntnisse gewinnen, neue Arten von, wenn Sie so wollen, Leben schaffen, was natürlich nicht unproblematisch ist, aber es wird zunehmend möglich, weil die Technologie und das Verständnis dafür mittlerweile da sind. Und dann natürlich, wenn wir nochmal zur Medizin kommen, die personalisierte Medizin, die sozusagen für jeden Patienten maßgeschneidert wird. Auch ein großes Thema hier in Heidelberg. So, worüber ich jetzt reden möchte, ist auf dem Hintergrund dieser Entwicklungen, was wir vor allem brauchen, um voranzukommen, sind Konzepte und Zahlen. Und das ist natürlich wiederum die Domäne der Physik. Das möchte ich jetzt historisch etwas untermauern. Zunächst mal Charles Darwin, der in seinen Büchern übrigens sehr starkes Interesse an der Mathematik hatte und immer darauf bestanden hat, dass es möglichst quantifizierbar sein soll, was beobachtet wird. Der hat zum Beispiel geschrieben, dass jede Beobachtung der Natur nur Sinn macht, wenn man sie gegen eine Hypothese oder gegen ein Konzept vergleichen kann, sozusagen. Übrigens Humboldt war natürlich der gleichen Meinung. Die Philosophie der Physik wird dann eher durch das Zitat von Lord Kelvin wiedergespiegelt.
der gesagt hat, dass er etwas nur verstanden hat, wenn er es auch in Zahlen ausgedrückt hat. Das ist in der Biologie natürlich nicht notgedrungen so, aber die Biologie der Zukunft wird vielleicht so werden. Was in der Physik im Moment selbstverständlich ist, dass Dinge nur Gültigkeit haben, wenn sie in Zahlen ausdrückbar sind, könnte auch in der Biologie, was in der Physik heute selbstverständlich ist, könnte auch in der Biologie in Zukunft sozusagen Standard werden. Was ich sehr gerne mag, ist dieser Begriff aus dem Englischen, Biology by the Numbers, dass man die Biologie sozusagen in Zahlen fasst. Dazu gab es vor kurzem einen ganz netten Überblicksartikel in einem sehr angesehenen Journal, Zeitschrift, PNAS, von Rob Phillips an der Westküste der USA, Caltech, und Ron Milo aus Israel. Und zwar haben die beiden eine Datenbank aufgebaut, die jeder von Ihnen mal ausprobieren kann, wenn Sie möchten, bionumbers.org. Da können Sie einfach sozusagen auf dem Internet Fragen eintippen, zum Beispiel, wie groß ist eine Zelle, wie groß ist ein Bakterium, wie viele ATP-Moleküle kann man aus einem Zuckermolekül gewinnen, ja? Wie schnell kann sich eine Zelle bewegen, wie schnell kann eine Zelle schwimmen. Solche Fragen können Sie da auf Englisch eintippen und die Datenbank sucht dann die Antworten, die eben schon aus Literatur gewonnen und in der Datenbank hinterlegt worden sind. Außerdem haben die beiden jetzt ein Buch geschrieben, was sozusagen aus dieser Datenbank heraus generiert wurde in gewisser Weise. Sie haben sich 100 Fallbeispiele ausgesucht, die in der Datenbank besonders gut vertreten sind, die auch gerne abgefragt werden, und haben damit viele kleine Vignetten geschaffen über Aspekte der Biologie, die man in Zahlen fassen kann. Ja, Biology by the Numbers oder Cell Biology by the Numbers. Ich kann das nur empfehlen, es soll jetzt am Ende dieses Jahres erscheinen. So, in diesem Sinne möchte ich meinen Vortrag heute gestalten. Ich möchte fragen, was können uns physikalische Überlegungen über biologische Systeme sagen? Ich möchte Ihnen einfach so ein paar Beispiele von Zahlen nennen, wohl wissen, dass die jetzt nicht alle sozusagen sofort aufgenommen und verdaut werden können, aber einfach Ihnen so ein Gefühl dafür zu geben, was so die typischen Zahlen sind, die uns interessieren, was für Zahlen entstehen, wenn man die Biologie vermisst. Das Wichtigste scheint mir zu sein, dass diese Zahlen Sinn machen müssen. Wir müssen uns jedes Mal, wenn wir so eine Zahl haben, überlegen, sozusagen, wird es durch physikalische Gesetze gestützt oder gibt es da irgendwelche Widersprüche? Ja? Selbst in einem komplexen System müssen die Dinge zusammenpassen oder gerade in einem komplexen System. Ja? Das heißt, man muss sich vor allem überlegen, wie das Gesamtsystem an Zahlen, die so nach und nach entstehen, wie die wirklich zusammenpassen. Und das ist dann auch ein Konsistenzcheck, der schlechte Zahlen identifizieren könnte. Und um ein bisschen konkret zu bleiben, habe ich jetzt die Physik der Zelle als Hauptthema genommen, weil es auch mein eigenes Arbeitsgebiet ist. Und ich möchte jetzt erstmal anfangen, ein bisschen was zur Zelle so ganz allgemein zu erzählen. Und als Physiker fange ich natürlich bei Newton an. Newton, der Begründer der Mechanik und der Optik, hat sich sein Leben lang mit Robert Hooke gestritten. Zum Beispiel gab es diesen berühmten Streit, wer als erster das Gravitationsgesetz 1 über R Quadrat gefunden hat. Wahrscheinlich war es tatsächlich Robert Hooke und nicht Isaac Newton. Zumindest haben beide die gleichen Gedanken damals gehabt. Der Robert Hooke hat in vielen Bereichen wichtige Beiträge geliefert, vielleicht nicht ganz so überwältigend wie Newton, aber auch sehr wichtig. Insbesondere hat er dieses Buch hier geschrieben, wie damals üblich mit wunderschönen Bildern, in dem er beschrieben hat, was er gesehen hat, als er durch sein selbstgebautes Mikroskop geschaut hat. Ja. Das war ja die Zeit, in der sozusagen die Teleskope und die Mikroskope langsam entwickelt wurden. Und er war einer der Ersten, der sozusagen einfach mal Dinge aus der Umgebung genommen hat, wie ich sage mal Schlamm oder Hausstaub, und geschaut hat, was man sieht, wenn man dann hinschaut. Ja. Und er hat eben sozusagen viel Leben gesehen. Hier in dem Beispiel hat er sich Kork angeschaut, ganz normaler Flaschenkork. Und wie wir alle selbst schon mal vielleicht gesehen haben, besteht es dann sozusagen mikroskopisch aus so kleinen Kästchen. Und diese Kästchen haben ihn an Klosterzellen erinnert. Ja, es gibt ja viele Klöster, wo man von außen sozusagen die Wohnräume der Mönche sieht. Es gibt auch noch viele Orte in Deutschland, die nach Klöstern benannt sind. Und die haben dann oft den Namen Zell oder den Bestandteil Zell im Namen wie Königszell sozusagen. Also hat ihn sozusagen diese Beobachtung mit dem Mikroskop hat ihn dazu geführt, dass er diese Dinge, die er hier gesehen hat, Zellen genannt hat. Und das war im Grunde der Beginn der Zellforschung, wenn Sie so wollen. Daher kommt der Name Zelle. Das ist im Grunde die Zelle der Mönche im Kloster. So, die Welt der Zellen
ist natürlich anders als unsere Alltagswelt. Wie ich schon am Anfang erklärt habe, wenn wir uns zum Beispiel nochmal dem astrophysikalischen Beispiel zuwenden, wenn wir verstehen wollen, wie die Marswelt ist, ja, und in letzter Zeit gab es ja jede Menge Hollywood-Filme zu Weltraum, Gravity zum Beispiel oder Interstellar, dann braucht man natürlich eine ganz andere Intuition. Ja. Wenn Sie zum Beispiel Gravity gesehen haben, ich fand es unglaublich faszinierend zu sehen, wie George Clooney sozusagen immer das Problem hatte, seinen Impuls wieder loszuwerden. Jedes Mal, wenn er einen Stoß in die falsche Richtung gekriegt hat, ja, war dann ein unglaublicher Impuls, nichts hat ihn aufgehalten, er musste immer wieder sozusagen den nächsten Satelliten greifen. Das ist die Art von Intuition, die wir nicht haben, weil wir in dieser Alltagswelt hier das nicht so erleben. Ja. Das Gleiche gilt natürlich, wenn ich jetzt sozusagen mich auf das Niveau der Zelle begebe, sind auf einmal die Gesetze vollkommen andere. Ja. Die sind nämlich genau andersrum als im Weltall. Im Weltall habe ich sozusagen immer viel Impuls und muss den loswerden. In der Zelle habe ich überhaupt keinen Impuls, weil ich im Wesentlichen in Sirup lebe. Die Zelle ist sozusagen zum Großteil aus Wasser, 70% oder hier habe ich hingeschrieben 2/3. Der Masse ist Wasser und Wasser auf dieser kleinen Skala ist unglaublich viskos. Ja. Das heißt, wenn wir uns vorstellen wollen, wie das Leben auf dem Niveau einer Zelle oder eines Biomoleküls in der Zelle wäre, dann müssen wir uns vorstellen, jemand würde uns in einen Swimmingpool aus Honig werfen und wir kriegen jetzt die Aufgabe, von der einen Seite zur anderen Seite uns zu bewegen. Ja? Das geht mit normalen Bewegungen nicht. Ich kann nicht einfach sozusagen am Boden des Swimmingpools laufen. Ich müsste vollkommen neue Bewegungen erfinden, um durch diesen mit Honig gefüllten Swimmingpool zu kommen. Und genau das ist es, was Biomoleküle und Mikroorganismen geschafft haben. Die haben sozusagen die physikalischen Gesetze auf dieser Skala sozusagen ausgenutzt, um Bewegung zu generieren. Und damit haben sie sozusagen auch nichts anderes gemacht, als wenn wir Marsmobile konstruieren. Die haben einfach die relevanten physikalischen Gesetze umgesetzt in konkrete Handlungsanweisungen. So, die Welt der Zelle ist nicht nur Sirup, sie ist auch unglaublich dynamisch. Alles bewegt sich die ganze Zeit. In der Sprache der Physik sind die Wechselwirkungen sehr schwach. Ja, zwei Dinge, die sich gefunden haben, sind nur sehr schwach miteinander gebunden, werden nie lange zusammenbleiben und werden sich immer wieder lösen, weil sie sozusagen dauernd von der Umgebung hin und her geschaukelt werden und nie lange diese Verbindung halten können. Also das in der Physik argumentiert man gern mit Energien, ja, also diese geringen Energien entsprechen auch einer hohen Temperatur. Ja. Das ist sozusagen effektiv so, als ob die Zelle bei einer hohen Temperatur ist und mehr oder weniger kocht sozusagen. Daher kommt diese ständige Bewegung, dieses Chaotische, was man vielleicht beobachtet, wenn man in die Zelle reinschaut. Was aber nicht heißt, dass es ohne Regeln ist, es sind halt etwas andere Regeln, als wir es gewöhnt sind. Wer sich damit beschäftigt, muss halt die entsprechende Intuition entwickeln, was es bedeutet, auf dem Niveau von Zellen oder Biomolekülen zu leben. Wenn man es historisch ausdrücken möchte, haben wir hier eine Physik, die mehr nach Aristoteles aussieht als nach Newton, weil Aristoteles gesagt hat, ohne Kraft kommt ein Körper zum Stillstand. Die Kraft, die sozusagen alles zum Stillstand bringt, ist die Reibungskraft auf dem Niveau der Zellen. Newton hat natürlich recht, seine Physik war die richtige Physik, aber er hatte nicht so sehr an die Reibungskraft gedacht. Wenn man die mit reinbringt, dann stimmt auch die Newton'sche Bewegungsgleichung wieder. Hier habe ich Ihnen mal einfach einen Film mitgebracht, um Ihnen zu zeigen, wie so eine Zelle heutzutage visualisiert werden kann. Das ist jetzt Konfokalmikroskopie. Das heißt, die Zelle wird angefärbt, was hier so violett zu sehen ist, ist wahrscheinlich ein Bestandteil der Membran, die die Zelle umgibt. Damit sieht man, welche Form die Zelle hat. Heutzutage kann man Zellen sehr gut sozusagen Aerodynamik aufnehmen. Das heißt, der Movie zeigt einfach, wie sich die Zelle durch das Bindegewebe bewegt. Wir sind also jetzt irgendwo unterhalb der Haut. Da ist vor allem Kollagen, was sozusagen der Haut ihre Elastizität gibt. Und da bewegt sich jetzt eine Krebszelle durch das Kollagen. Sie sehen schon mal, dass die Zelle große Kräfte ausübt, die verschiebt sozusagen die ganze Umgebung. Und Sie sehen auch, dass in gewisser Weise die Zelle sehr gut zu der Umgebung passt. Ja? Also irgendwie diese etwas unregelmäßige Anordnung von dem Kollagen scheint sich auch hier in der Form der Zelle wieder zu spiegeln. Irgendwie ist die Zelle sehr adaptiert an ihre Umgebung. Sie sehen schon der große Unterschied zwischen so einem Bild und dem von Robert Hooke. Ja? Die Technologie ist natürlich eine ganz andere und wir können halt unglaublich schöne Bilder von Zellen machen, aber ich widerstehe jetzt der Versuchung, Ihnen ganz viele Bilder zu zeigen, sondern ich wollte einfach ein paar Dinge erklären, aber das nur mal zur Veranschaulichung.
So, kurze Zusammenfassung, was wir heute über Zellen wissen. Wir wissen, dass Leben Gleichzelle ist. Es gibt kein Leben ohne Zelle. Ein schönes Beispiel sind Viren. Im Moment sind da wieder lauter Grippeviren unterwegs. Viren sind nicht lebendig. Ja. Viren sind sozusagen Anweisungen für ein Objekt, was ich aber nicht selbst aufbauen kann, sondern was darauf beruht, dass es in andere Zelle eindringt und die andere Zelle dazu bringt, sich selbst zu vervielfältigen. Den Viren fehlt also die Fähigkeit zur Selbstreplikation, was das Leben eben auch ausmacht. Ja? Also es gibt so ein paar Definitionen, was sind die Aspekte von Leben, dazu gehört Selbstreplikation und Metabolismus, also das Verbrennen von Energie, um sozusagen Dinge machen zu können, die nicht, sozusagen, die nicht von selbst stattfinden können. Alle Formen von Leben, die wir kennen, Tiere, Pflanzen, Bakterien und so weiter, Hefe, Archaeen, Algen, bestehen immer aus Zellen. Ja, diese Zellen können unterschiedlich groß sein, können ganz unterschiedliche Formen haben, aber es sind immer Zellen. Zellen entstehen aus anderen Zellen durch Zellteilung. Das kann natürlich nicht ganz richtig sein, weil wir wissen ja, die Welt ist endlich, es gab einen Urknall, es gab einen Moment, wo wahrscheinlich das erste Leben entstanden ist, also irgendwann muss auch die erste Zelle entstanden sein. Aber von wie die genau aussah, wissen wir nicht, ja, das ist eine sehr interessante Fragestellung, aber seitdem sich die Zelle sozusagen als Idee entwickelt hat in der Geschichte, seitdem ist es wahrscheinlich immer wieder die Replikation von Zelle zu Zelle. Heute sehen wir eigentlich nur noch Zellteilung als sozusagen also als Fortpflanzung des Lebens. Wenn wir jetzt zu dem menschlichen Körper kommen, möchte ich hier eine Zahl einführen, die ich nachher noch etwas genauer erklären möchte. In unserem Körper gibt es 4 mal 10 hoch 13 Zellen. Das ist eine wahnsinnig große Zahl. Und ich will die nachher noch ein bisschen begründen. Und in jedem dieser Zellen stecken 21.000 Gene. Wie Sie vielleicht wissen, ist diese Zahl 21.000 Gene nicht 100% fest, da gibt es eine gewisse Unsicherheit. Und was ich sehr interessant finde, ist, dass es wirklich sehr, sehr lange vollkommen unklar, in welcher Größenordnung, unklar war, in welche Größenordnung wir uns überhaupt bewegen. Ja. Es war lange unklar, ob wir 10.000 Gene haben oder 50.000 Gene. Ja. Und diese Zahl 21.000 Gene wissen wir eigentlich erst seit einigen Jahren. Das Human-Genom-Projekt wurde vor etwa 20 Jahren abgeschlossen, aber das war noch nicht das Ende des Projektes. Mittlerweile ist es relativ konsolidiert und wir wissen etwa 21.000 Gene. Aber wie gesagt, es ist erstaunlich, wie schwer diese Zahl festzuhalten ist. So, auf jeden Fall sehen Sie schon die unglaubliche Komplexität des Systems, weil wir haben 10 hoch 13 Zellen und in jeder von denen nochmal 21.000 Gene. Ja. Das heißt, die Zahl der Zustände, die das System einnehmen kann, ist gigantisch. Ja. Allein die Kombinatorik von diesen zwei Zahlen, man muss sie miteinander exponieren, ist riesig. Außerdem gibt es noch zusätzliche Informationen, die gar nicht in den Genen steckt. Es gibt die sogenannte epigenetische Information. Von Epigenetik gibt es verschiedene Ausformungen, aber es ist einfach zusätzliche Information, die auch in Zellen gespeichert wird und die dazu führt, dass jede Zelle im Prinzip anders sein kann. Ja. Das ist die Komplexität des biologischen Systems, zumindest jetzt mal für den menschlichen Körper. Ich möchte nachher nicht nur über den menschlichen Fall sprechen, ich werde auch mal das Bakterium E. coli erwähnen und die Hefe, die wir alle vom Bier kennen. So, ich möchte erst noch mit ein paar so relativ offensichtlichen Alltagsbeobachtungen weitermachen. Wir alle sozusagen schneiden uns dauernd die Nägel und die Haare. Sie sollten sich mal überlegen, was das genau sagt. Ja, das sagt, dass wir unglaublich viele Zellen einerseits verlieren, andererseits nachproduzieren müssen. Ja. Die Haare fallen aus, aber wir bekommen keine Glatze, weil die Haare nachwachsen. Wir schneiden uns und die Wunde wächst zusammen. Wir spenden Blut, aber ein paar Tage später haben wir wieder die gleiche Menge Blut. Wir putzen unser Haus, ja, und was wir da rausschaffen, der Hausstaub besteht zum Großteil aus menschlichen Zellen. Wir müssen uns einfach klar machen, dass wir, obwohl wir uns so als Einheit wahrnehmen, gar nicht eine feste sozusagen Identität haben, sondern eigentlich ein Fließgleichgewicht darstellen. Wir bestehen aus unglaublich vielen kleinen Zellen und die werden dauernd ausgetauscht. Ja. Nur, dass man es einfach nicht so wahrnimmt. Meistens nimmt man es wahr, wenn man krank wird, weil dann sozusagen die Konsequenzen einem sehr deutlich werden. Aber solange es gut funktioniert, merkt man es vielleicht gar nicht so. Es wurde abgeschätzt, dass wir in unserem Leben etwa 10 hoch 16 Zellen bilden, also über das ganze Leben hinweg. Diese Zahl 10 hoch 14, die Zahl der Zellen im Körper, ist dann
sagen, verschwindend klein gegenüber dieser Zahl 10 hoch 16. Ja? Wenn wir mal abschätzen wollen, was das bedeutet, dann müssen wir einfach 10 hoch 16 nehmen, die Zahl der Zellen in unserem ganzen Leben, und durch die typische Lebenszeit teilen. Ich nehme 80 Jahre, drücke das in Sekunden aus und dann kriege ich 10 hoch 7 Hertz. Also Hertz ist 1 über Sekunde. Das heißt, in jeder Sekunde bilden wir 10 hoch 7 10 Millionen neue Zellen. In jeder Sekunde, in jedem von uns. Ja. Nur um die Größenordnung klarzumachen, von der wir hier sprechen. Es ist ein unglaublich viel Material, wenn Sie so wollen, was dauernd neu gebildet werden muss. So, jetzt wollte ich noch ein paar Dinge etwas mehr im Detail erzählen. Und zwar möchte ich im Wesentlichen Ihnen zeigen, wie man in diesem Zwischengebiet zwischen Physik und Biologie mit Zahlen jonglieren kann. Und dafür muss ich erstmal nochmal ein bisschen über die Skala sprechen. Ich habe es ja indirekt jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Die Skala, auf der wir leben, die Skala von einem Meter, verglichen mit der Skala, auf der Biomoleküle funktionieren, ist natürlich weit auseinander. So, auf dieser Folie sehen Sie oben unsere Skala, der Mensch, unten die Skala der Biomoleküle. Für die Zwecke des Vortrags heute müssen wir nicht tiefer gehen. Ja, wenn wir natürlich jetzt zum Beispiel zu Elektronen, Atomkernen oder Quarks gehen würden, müssten wir hier noch tiefer gehen, aber für die Biologie brauchen wir das nicht. Wir fangen bei Biomolekülen an, die haben eine typische Größe von Nanometer. Nanometer, von der griechischen Vorsilbe Nanos, bedeutet 10 hoch minus 9 Meter. Das heißt, Sie müssen 10 hoch 9 Biomoleküle nebeneinander legen, also eine Milliarde, um einen Meter zu erreichen, um sozusagen die Skala klar zu machen. Dann gehen wir immer in Schritten von 1000 nach oben. Wenn wir sozusagen 10 hoch minus 6 nehmen, dann haben wir einen Mikrometer. Was passiert, wenn wir von hier nach hier gehen? Biomoleküle können sich zu größeren Komplexen zusammenschließen. Zum Beispiel ein Virus ist typischerweise 100 Nanometer groß. Und wenn wir dann noch größere Verbünde bilden, dann kommen wir in den Bereich der Zellen. Die kleinsten Zellen, wie zum Beispiel E. coli, das Darmbakterium, ist genau in dem Bereich 10 hoch minus 6 Meter, ein Mikrometer. Ja? Das heißt, wenn Sie so wollen, auf dieser Skala beginnt das Leben bei Mikrometer. Alles, was drunter ist, ist sozusagen leblos, wie Viren. Alles, was drüber ist, hat schon die ausreichende Abmessung, um eine lebendige Zelle zu bilden. Offensichtlich hat das Leben auch was mit Größe zu tun und mit der Komplexität, die man deshalb gewinnen kann. Wenn wir hier nach oben gehen, dann werden die Zellen zunehmend größer. Eine Hefezelle ist 5 Mikrometer groß. Also menschliche Hautzellen zum Beispiel haben eine typische Ausdehnung von 50 Mikrometern. Es gibt natürlich noch größere Zellen. Der Weltrekord wird von gewissen Pilzen gebildet, die sozusagen Kilometer groß werden können. Ja. Aber das würde ich nicht mehr, also es ist zwar formal eine Zelle, aber eine sehr besondere Zelle. Was wir typischerweise mit Zellen verbinden, ist schon in dem Bereich hier von wenigen Mikrometern. Wenn wir dann wieder drei Größenordnungen nach oben gehen, kommen wir auf die Skala der Millimeter. Jetzt können wir es mit dem Auge schon ganz gut sehen, sozusagen ein Reiskorn groß. Das ist dann schon der Bereich, wo Zellen wieder sehr große Verbünde machen, letztendlich Organe und Gewebe. Und dann schließlich die Skala des Menschenmeter. So, wie kommt man auf diese Nanometer-Skala? Das hat mich immer fasziniert. Tatsächlich hat es letztendlich bis ins 20. Jahrhundert gedauert, bis anerkannt wurde, dass Atome und Moleküle Nanometer groß sind. Ja? Aber im Grunde ist es ganz einfach, wie ich Ihnen jetzt mal kurz demonstrieren möchte. Ich zitiere hier Benjamin Franklin, der spazieren war und der sozusagen folgende Beobachtung gemacht hat, die, ich glaube, viele von uns auch schon gemacht haben. Wenn man einfach so einen Teelöffel mit Öl nimmt und den auf einem See zum Beispiel ausbreitet, dann kann er eine unglaubliche Größe erreichen, ja? Also eine Öllache auf einem See. Und er beschreibt halt hier, wie er einen Teelöffel Öl auf den See geworfen hat und dass es sich zu einem sehr großen Fläche ausgebreitet hat. Er gibt auch die Zahlen an. Er sagt, dass er einen Teaspoon voll hatte. Das übersetze ich jetzt mal in 5 cm hoch 3. Und er beobachtet eine Fläche von 0,5 Acre. Das übersetze ich jetzt, und das ist exakt, in 2000 Quadratmeter. So, das wäre also Volumen und Fläche. Wenn ich jetzt die beiden Größen durcheinander teile, dann bekomme ich die Dicke des Ölfilmes und das ist 2,5 Nanometer. Das heißt, im Grunde wusste Franklin schon aufgrund seiner Beobachtungen, aber hat vielleicht die Zahlen nicht so ernst genommen, wie klein Moleküle wirklich sind, nämlich Nanometer. Ja, und das Beispiel ist besonders treffend für die Biologie, weil jede Zelle ist durch eine Ölschicht umgeben.
die sogenannte Plasmamembran, und die hat genau 4 Nanometer Dicke. Das heißt, es passt alles bestens zusammen. Wir können auch fragen, wie viele Ölmoleküle waren in dem Tropfen drin. Dafür nehme ich jetzt einfach das Volumen, also nochmal die 5 cm hoch 3, und teile es durch Nanometer hoch 3 in der Annahme, dass die Dicke auch die anderen zwei Dimensionen wiedergibt, sozusagen. Ja? Also gleich lang in jede Richtung. Und dann kriege ich 10 hoch 22. Und das ist erstaunlich nah an der Avogadro-Zahl, 6 mal 10 hoch 23, auf die ich jetzt gleich zu sprechen komme. Aber was die wichtigste Zahl für diese ganzen Belegungen ist, die Avogadro-Zahl sagt mir, wie viele Moleküle oder Atome habe ich typischerweise, wenn ich so eine Handvoll Materie hochhebe. Ja? Das ist die Avogadro-Zahl, und die gibt mir die Größenordnung, wenn ich von der Nanowelt in die Makrowelt gehe. Es gibt ein berühmtes Buch von dem Nobelpreisträger Jean Perrin, der genau nämlich für die Messung der Avogadro-Zahl den Nobelpreis gekriegt hat, wo er in der Tabelle zeigt, dass er jede Menge Messungen machen kann, die alle den gleichen Wert für die Avogadro-Zahl geben. Die Avogadro-Zahl ist wirklich die wichtigste Zahl, die man hier kennen müsste. Die exakte Definition geht folgendermaßen: Sie benötigen genau Na, also die Avogadro-Zahl, viele Kohlenstoffatome, um die Masse von 12 Gramm zu erreichen. Ja? Das kommt daher, dass im Periodensystem der Kohlenstoff die Atommasse 12 hat, also 12 Atommassen. Dann transmutiert man das sozusagen auf die Makroskala, sagt einfach, ich interessiere mich für 12 Gramm, ja? Und frage dann, wie viele Atome brauche ich, damit ich dieses Gewicht erreiche, und das ist die Avogadro-Zahl. Und weil ich das mit jedem Element aus dem Periodensystem machen kann, kommt immer die gleiche Zahl raus. Ja, die Idee ist sozusagen so schön, und man macht es halt mit Kohlenstoff typischerweise. Sie können zum Beispiel 1 Gramm durch die Avogadro-Zahl teilen und haben dann die Masse eines, 12 Gramm durch die Avogadro-Zahl geteilt. Das gibt Ihnen die Masse von einem Kohlenstoffatom, und wir nennen das hier Dalton. Sie können diese Avogadro-Zahl benutzen, um Konzentrationen zu definieren. Eine einmolare Lösung bedeutet, es gibt gerade die Avogadro-Zahl pro Liter, und ein Liter ist ein Dezimeter hoch 3, also ein Volumenmaß. Wenn man das umrechnet, sieht man, dass wenn man eine einmolare Lösung hat, dass man genau einen Abstand von 1 Nanometer hat. Ja? Das heißt, diese Avogadro-Zahl ist genau der Schlüssel, um von der Nanowelt auf die Makrowelt zu kommen. Von sagen, Dezimeter hoch 3 zu Nanometer. So, ich kann jetzt mit dieser Avogadro-Zahl zum Beispiel die Frage beantworten, wie viele Atome in meinem Körper sind. Was Sie hier sehen auf der rechten Seite ist die Häufigkeit der Elemente im Körper. Sie sehen, das häufigste Element ist Sauerstoff, zweithäufigste Element ist Kohlenstoff, dritthäufigste ist Wasserstoff, und dann kommen Stickstoff, Calcium und Phosphor. In der Richtung hier sehen Sie nicht nur die Häufigkeit, das ist außerdem aufgetragen auf die rechte Seite, verglichen mit der Häufigkeit in der Erdkruste. Das heißt, alles, was auf dieser Gerade hier liegt, ist gleich häufig im menschlichen Körper wie in der Erdkruste. Ja? Und offensichtlich hat nur Calcium und Chlor haben die Eigenschaft. All diese Stoffe hier, also Entschuldigung, Sauerstoff natürlich auch, ja? Aber diese Stoffe hier oben, also Kohlenstoff, Wasserstoff, Stickstoff, sind im Körper viel häufiger als in der Erdkruste. Andersrum hat die Erdkruste zum Beispiel viel Eisen und Silizium, was im Körper zwar, also Eisen ist im Körper auch vorhanden, in den roten Blutkörperchen, aber viel weniger als in der Erdkruste. Okay, was wir hier also sehen ist, dass die häufigsten Elemente sind die drei hier oben, das sind ihre Atommassen. Dann nehmen wir mal so einen Durchschnitt, typische Masse, also 12 Dalton. Als typische Masse eines Menschen nehme ich mal 80 Kilogramm. Ich teile jetzt die 80 Kilogramm durch diese 10 Gramm geteilt durch Avogadro-Zahl, und das ist dann die Zahl der Atome im Körper, 10 hoch 27, ja, oder 5 mal 10 hoch 27, und damit nochmal deutlich größer als die Avogadro-Zahl, die ja 10 hoch 24 ist. Wie viele Zellen sind im menschlichen Körper? Das interessiert natürlich am meisten, wenn wir über die Physik der Zelle reden. Ich mache jetzt im Grunde sozusagen eine ähnliche Abschätzung, ich gehe aber nicht über die Masse, sondern über das Volumen. Ich mache jetzt Folgendes, ich sage, ein typischer Mensch wiegt 80 Kilogramm, ich wandle es in Volumen um. Der Mensch besteht zu 2 Drittel aus Wasser, und das eine Drittel, was sozusagen nicht Wasser ist, hat trotzdem eine Dichte, die fast wie die von Wasser ist, also um den Faktor 1,3 größer. Das sind natürlich die ganzen Proteine, die drin sind, aber sind letztendlich nicht so viel anders als Wasser. Das heißt, für die erste Abschätzung sage ich einfach mal, der Mensch besteht aus Wasser. Okay? Dann sind 80 Kilogramm eben 80 Liter oder 80 Dezimeter hoch 3.
Jetzt muss ich wissen, wie groß eine Zelle ist. Das habe ich Ihnen vorhin auf der Skala gezeigt. Die Zelle war ja im mittleren Bereich. Menschliche Zellen sind relativ groß. Also nehme ich mal 10 Mikrometer als typische Abmessung. Nehme 10 Mikrometer hoch 3. Und damit habe ich es jetzt schon. Jetzt muss ich einfach 80 Liter mal Dezimeter über 10 Mikrometer hoch 3, weil ich ein Volumen habe. Und dann kriege ich die Zahl 8 mal 10 hoch 13. Und erstaunlicherweise trifft es ganz gut das wirkliche Ergebnis. Es wurde gemessen. Die Messungen sind nicht ganz trivial und behalten viele Abschätzungen. Aber es gibt einen Wert, der konsolidiert ist, von dem man glaubt, dass er stimmt. Und das ist etwa 3,7 mal 10 hoch 13. Das heißt, diese einfache Volumenabschätzung hat uns schon ziemlich nah an das wirkliche Ergebnis herangeführt. Es gibt eine andere Abschätzung, die vollkommen anders funktioniert. Die geht folgendermaßen. Was man sehr leicht machen kann, ist, man kann eine Blutprobe nehmen und messen, wie viele Blutzellen oder vor allem rote Blutzellen in dem Blut drin sind. Das ist eine relativ einfache Messung. Dann findet man, dass ein Mikroliter Blut sind 5 mal 10 hoch 6 rote Blutkörperchen. Wir haben 5 Liter Blut, dann komme ich auch wieder auf eine Zahl von 10 hoch 13. Ja. Einerseits schön, dass die gleiche Zahl rauskommt, andererseits doch etwas verwirrend, weil ich ja im zweiten Abschätzung nur einen bestimmten Zelltyp abgeschätzt habe. Ja, wie passt das zusammen? Also einerseits behaupte ich, alle Zellen sind 10 hoch 13, andererseits nur die roten Blutkörperchen 10 hoch 13. Beide Abschätzungen stimmen. Der Punkt ist, dass ich bei der Volumenabschätzung die roten Blutkörperchen eigentlich vernachlässigt habe. Die sind nämlich sehr klein. Ja. Allerdings, was ich sozusagen richtig gemacht habe, ist, dass ich ein Skalenargument gemacht habe. Ob da jetzt ein Faktor 2 oder 4 steht, ist nicht egal. Wenn ich die Hälfte der Zellen erwischt habe, dann ist es auch eine gute Abschätzung. Und das habe ich eben, ja, weil die Hälfte der Zellen im Körper oder ein bisschen weniger, wie wir gleich sehen, ist tatsächlich relativ groß und da funktioniert die Volumenabschätzung. Für die roten Blutkörperchen, das ist ein sehr spezielles Beispiel, stimmt diese andere Abschätzung aber auch. Ja. Ich zeige das jetzt mal hier in so einem Diagramm. Das sieht vielleicht ein bisschen kompliziert aus dem ersten Blick, ist aber eigentlich, finde ich, sehr eingängig. Was Sie hier sehen, ist die Gesamtfläche, spiegelt die gesamte Zahl der Zellen in unserem Körper wieder. Ja. Und die roten Blutkörperchen haben jetzt zahlenmäßig den Anteil, den Sie hier in Rot sehen. Ja. Das ist, was wir schon ein bisschen geahnt haben nach den zwei Abschätzungen. Die roten Blutkörperchen sind tatsächlich die häufigste Zelltyp in unserem Körper und hat schon diese Zahl 10 hoch 13 für sich. Ja. Die anderen Zellen sind aber trotzdem nicht vernachlässigbar. Die kommen auch auf die Größenordnung 10 hoch 13 und die habe ich eben aus dem zweiten Argument gekriegt. Und hier sehen Sie jetzt sozusagen die Aufteilung, die verschiedenen Zelltypen. Hier sind zum Beispiel Fettzellen, hier sind Zellen vom Immunsystem, Knochenmark, Leberzellen, das sind Blutplättchen. Also für jeden Zelltyp hier sieht man, wie oft der in unserem Körper etwa vorkommt. Ich möchte noch eine Sache zu den roten Blutkörperchen erzählen. Die roten Blutkörperchen haben eine Lebensdauer von nur 120 Tagen, ja, also 4 Monate. Und das heißt, für die gilt ganz besonders, was ich vorhin schon gesagt habe, alle Zellen in unserem Körper erneuern sich. Ja. Es gibt eine unglaubliche Erneuerungsdynamik in unserem Körper. Wenn Sie sozusagen diese Zahl der roten Blutkörperchen und die Lebenszeit zusammenbringen, dann sehen Sie sofort, dass wir 2,5 Millionen neue rote Blutkörperchen in jeder Sekunde machen müssen. Ja. Eine unglaubliche Zahl. Aber wie gesagt, die roten Blutkörperchen sind ja auch die häufigsten Zellen in unserem Körper. Es sind übrigens keine vollwertigen Zellen, weil sie keinen Zellkern haben. Ja, den brauchen Sie nicht für Ihre Funktionen und der wäre auch nur hinderlich bei dieser starken Dynamik. Ich wollte noch kurz was zu dem Lebenszeit von Zelltypen sagen, weil das so interessant ist. Und zwar kommt hier eine Methode zum Einsatz, die man vielleicht aus der Umweltphysik kennt oder aus der Archäologie, wenn man Dinge datieren muss. Ja. Sie finden irgendein altes Fossil und wissen, wie alt ist das Fossil. Da gibt es eine Datierung, die auf Kohlenstoff 14 basiert, in radioaktive Isotop von Kohlenstoff, was eine sehr lange Halbwertszeit hat von 5000 Jahren. Und das kann man übrigens auch benutzen, um die Lebenszeit von Zellen zu bestimmen. Allerdings ist hier sozusagen die Details der Methode erstaunlicherweise ein bisschen anders. Was man hier ausnutzt, ist das Folgende. In den 50er und 60er Jahren gab es sehr viele Atomwaffentests der Amerikaner, auch der Russen. Aber ich denke vor allem an Bikini-Atoll. Und damals ist sozusagen der Anteil an dem C14-Atmosphäre steil angestiegen. Ja, das hat dann 1963 aufgehört, aber damals war der Anteil an dem
C14 im Vergleich zum normalen C12 sehr hoch. Ja? Wenn Sie jetzt sozusagen kurz danach geboren wurden, sagen wir, Sie werden hier geboren, wo der blaue Strich ist, ja? Dann bauen Sie im Wesentlichen in Ihre Zellen ganz viel von diesem C14 ein. Ja? Und man weiß sozusagen, wie viel genau das dann wäre. Wenn jetzt in Ihrem Körper überhaupt kein Austausch wäre, ja? Wenn Ihre Zellen Ihr ganzes Leben lang so funktionieren würden, wie sie im Moment Ihrer Geburt eingebaut werden oder in den sozusagen in der Entwicklungsphase, dann müsste dieser Anteil oben bleiben. Das tut er aber nicht, sondern der nimmt sozusagen ab. Und der Grund ist natürlich, dass die Zellen dauernd ausgetauscht werden. Der nimmt aber für jeden Zelltyp in einer anderen Geschwindigkeit ab. Ja? Weil ein rotes Blutkörperchen, wie gesagt, nur 120 Jahre lebt, aber zum Beispiel eine Nervenzelle in meinem Gehirn lebt im Wesentlichen das ganze Leben lang. Ja? Und das kann man sozusagen ausnutzen, um die Lebenszeit von Zelltypen zu messen. Und das Ergebnis ist hier auf der rechten Seite gezeigt. Sie sehen, die Zellen, die am kurzlebigsten sind, sind die Zellen in Magen und Darm. Ja? Weil sozusagen hier ein ständiges Fließen der Zellen von dem Untergrund zu der Darminnenseite stattfindet. Da, wo sozusagen die ganze Verdauung stattfindet, wo die Bakterien sitzen, wird alles dauernd erneuert. Das ist natürlich auch einer der Gründe, warum Magen und Darm besonders anfällig für Krebs sind, weil hier die meisten Zellteilungen stattfinden, die eine Lebenszeit von nur 3 Tagen etwa. Dann haben wir die roten Blutzellen, aber auch die Blutblättchen im Blut, die haben relativ kurze Lebenszeiten. Hautzellen habe ich vorhin auch schon erwähnt. Der Hausstaub kommt sehr stark von Hautzellen. Hautzellen sind natürlich auch Dinge, die schnell abgenutzt werden. Ja. Die verlieren wir sozusagen dauernd, haben auch nur eine Lebenszeit von 20 Tagen etwa. Fettzellen haben eine erstaunlich lange Lebenszeit, 8 Jahre. Das heißt, bei der Ernährung aufpassen, sozusagen, die kriegt man so schnell nicht mehr los. Knochenzellen, das ist wieder so eine Sache, wo man denkt, Knochen, das ist doch eigentlich was ewig hält, oder? Aber stimmt nicht. Ja. Knochen hat auch einen Turnover von etwa 10 Jahren oder hier ist es angegeben als 10% pro Jahr. Unser Knochen wird auch dauernd sozusagen erneuert. Herzmuskelzellen hat man früher gedacht, würden sich gar nicht erneuern. Das stimmt aber nicht. Durch diese Messung wurde gezeigt, dass sie sich auch erneuern, zwar sehr langsam, aber sie haben auch eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, erneuert zu werden. Die einzigen Zellen in unserem Körper, die wirklich nie erneuert werden, sind Nervenzellen, unser Gehirn sozusagen. Augenzellen, also die Zellen, die hier in der Linse sitzen oder an der Linse, und weibliche Eizellen. So, jetzt habe ich Ihnen nochmal einige Zahlen genannt. Das sind natürlich alles Zahlen, die nicht besonders detailliert sind, das sind grobe Abschätzungen, aber Sie sehen, wenn man sozusagen als Physiker an die Biologie rangeht, fängt man an, mit den Zahlen zu jonglieren und bildet sich so ein Gefühl, sozusagen, was die Größenordnungen sind. Und was halt immer wieder überrascht, ist dieser große Abstand zwischen der makroskopischen Welt und der mikroskopischen Welt, ja, diese Riesenzahlen an Atomen oder auch an Zellen, diese vielen Zwischenstufen, die da eingebaut sind, ja, diese Hierarchie von Molekülen, größeren Aggregaten von Molekülen, Zellen, Zellverbünde und so weiter. Also es ist ein unheimlich komplexes System, was so am besten schichtenweise geordnet wird, indem man durch die Längenskalen geht. Ich komme zu einem Teil vom Vortrag, wo ich ein bisschen wissenschaftlicher werde, indem ich nochmal ein bisschen detaillierter werde, aber ich mache das wahrscheinlich relativ schnell. Hier geht es ein bisschen darum, dass wir jetzt nicht nur sozusagen vereinzelte Abschätzungen machen für Dinge, die uns interessieren, wie viele Zellen sind im Körper, wie lange leben die und so, sondern jetzt geht es darum, wirklich mal ernst zu werden und das Gesamtsystem in den Blick zu nehmen. Sagen, können wir eine Datenbank aufbauen, wo alles drinsteht? Ja? Können wir das Leben in seiner Vollständigkeit erfassen, wenn Sie so wollen? Ich erinnere Sie nochmal an das zentrale Dogma. Das sind sozusagen Begriffe, die wir jetzt brauchen für den nächsten Teil vom Vortrag. Diese sozusagen Schema, was Sie auf der linken Seite sehen, wurde von Francis Crick entwickelt. Francis Crick, der die DNA-Struktur zusammen mit Jim Watson geknackt hat und dafür einen Nobelpreis gekriegt hat, aber später noch viele wichtige andere Beiträge zur Biologie geliefert hat und übrigens theoretischer Physiker war. Ich komme nicht drum herum, das hier zu erwähnen. Ein theoretischer Physiker, der ganz entscheidend war für die Geburt der Molekularbiologie, der hat sozusagen in einem berühmten Paper darauf hingewiesen, dass die Information der Zelle im Wesentlichen in eine Richtung fließt. Die genetische Information ist in der DNA gespeichert, wird dann umgebaut in Messenger-RNA, was chemisch relativ ähnlich, aber ein bisschen instabiler ist.
Damit wird dann Information durch die Zelle transportiert und wird dann am Schluss in Proteine umgesetzt. Und Proteine sind die eigentlichen Arbeitstiere der Zelle. Das sind die Moleküle, die wirklich was machen. Ja? Die anderen speichern nur die Information oder transportieren sie. Die Proteine machen was. Und die zwei Maschinen, die man braucht, um das eine und das andere zu übersetzen, sind die RNA-Polymerase und das Ribosom. Das sind jetzt einfach sozusagen Typen von Biomolekülen, die jetzt vorkommen werden. Ich fange mal mit E. coli an. Wir haben ja schon gelernt, fast 10 hoch 14, 10 hoch 13 Zellen in unserem Körper. Erstaunlicherweise haben wir wahrscheinlich in unserem Körper 10 bis 100 Mal so viele andere Zellen, die gar nicht zu uns gehören. Ja? Wir haben wahrscheinlich 10 Mal so viele E. coli Bakterien in unserem Magen und Darm und wir haben noch jede Menge andere Zellen, die auf unseren Oberflächen leben, ja, in den Haaren, auf der Haut, wo auch immer. Das ist noch ein offenes Thema, was die Zahl hier genau ist, aber es ist gigantisch. Ja. Wir sind eigentlich nur Gast in unserem eigenen Körper, wenn Sie so wollen. Ohne E. coli könnten wir so nicht leben. E. coli ist für unsere Verdauung essentiell. Sieht so aus, wie gesagt, nur ein Mikrometer groß, typischerweise ein Mikrometer breit, zwei Mikrometer lang, hat mehrere Flagellen, fünf oder sechs, mit denen es sich vorwärts bewegt. Es hat keinen Zellkern, die DNA ist einfach im Inneren der Zelle sozusagen so aufgeknollt und es steckt voller Ribosomen, die daraus Proteine machen. Was ich Ihnen hier einfach vermitteln möchte, ist, dass wir heutzutage alle Zahlen kennen, mehr oder weniger. Ja? Wir können hier so ein Schema machen, wo wir sagen, die DNA hat 10 hoch 6 Basenpaare, es gibt 2000 mRNA-Moleküle, es gibt 20.000 Ribosomen. All die Bestandteile, die wir von dem zentralen Dogma kennen, können wir mit Zahlen belegen. Ja? Und wir können es für jeden Modellorganismus machen, den wir uns schon angeschaut haben. Hier kann man in diesem Diagramm, da benutze ich jetzt wieder diese Voronoi-Darstellung, kann man jetzt sehr schön sehen, wie sich sozusagen die Inventarisierung der E. coli-Zelle darstellt. Der Großteil der Biomoleküle sind Proteine, die also die eigentliche Arbeit machen, wie zum Beispiel Signaltransduktion oder das Flagellum aufbauen. Dann haben sie immer Lipide, die die Zellmembran bilden. Das zeige ich nochmal hier. Lipide bilden sozusagen die Zellmembran, E. coli hat zwei. Und davon brauchen wir sehr viele, weil die eine große Fläche umhüllen müssen. Aber dann sehen wir zum Beispiel, haben wir sehr viel RNA. RNA hat verschiedene Funktionen. Es ist Messenger-RNA, es ist aber auch diese Art von RNA, die andere Funktionen hat. So Transport-RNA und ribosomale RNA. Ja? Also hier sind die drei großen Klassen, Lipide, RNA und Proteine und dann halt die anderen Dinge, DNA, Zucker und so weiter. Also wir haben eine sehr gute Vorstellung davon, was in dem typischen E. coli sozusagen drinsteckt, weil das alles gemessen wird. Die Methode, die dahinter steckt, ist Massenspektrometrie. Ich will jetzt nicht so auf technische Details eingehen, aber es sind Geräte, die von Physikern gebaut werden, von Biologen benutzt werden, die sozusagen im Wesentlichen Beschleuniger sind, aus denen man Massen ablesen kann. Wenn wir jetzt nochmal sozusagen in den Proteinteil reinschauen und uns anschauen, in welchem Bereich die Proteine verteilt sind, viele Proteine stecken in den Ribosomen drin, da steckt auch RNA drin, aber auch eben viele Proteine. Viele Proteine werden gebraucht für den Metabolismus und vor allem für die Glycolysis, also für das Verbrennen von Zucker. Das braucht E. coli zum Beispiel, um sich überhaupt bewegen zu können. Das Flagellum wird angetrieben durch diese Art von Metabolismus. So, jetzt können wir zum Vergleich mal zu einem anderen Organismus gehen, Hefe. Die berühmte Bäckerhefe, die sozusagen benutzt wird, um Bier zu brauen oder Brot zu backen, ist natürlich jetzt schon deutlich größer. 5 Mikrometer ist die typische Größe. Sie sehen, Hefe, die wächst, bildet immer diese Knospen, die man hier sehr schön im elektronenmikroskopischen Bild sieht. Wenn Sie jetzt in Hefe reinschauen, sehen Sie, Hefe ist ein höherer Organismus, der hat schon einen Zellkern. Damit ist er schon eigentlich dem Menschen relativ nahe, sozusagen. Der Unterschied zum Menschen ist nicht mehr so riesig. Wenn wir jetzt die Bestandsaufnahme machen und das vergleichen mit dem, was wir früher hatten, sehen wir, dass alle Zahlen hochgegangen sind. Wir haben mehr RNA, mehr Ribosomen, wir haben ein deutlich größeres Genom, wir haben viel mehr Proteine. Wir können wieder diese sozusagen Inventur machen und wir sehen im Wesentlichen, dass hier Bereiche zugenommen haben, die was mit der Kontrolle der Proteine zu tun haben. In Hefe scheint es wichtiger zu sein, dass die Proteine im Schach gehalten werden.
Sonst sieht es noch relativ ähnlich aus wie bei E. coli. So, jetzt gehen wir noch zur menschlichen Zelle. Hier oben sehen Sie eine Krebszelle, die sich gerade teilt. HeLa-Zellen sind sozusagen eine der Standardkulturen. Viele Biologielabore haben eine standardgemäß im Kühlschrank. Die werden sozusagen überall auf der Welt benutzt. Kommen alle von einer Patientin, die in Baltimore in den USA sozusagen gelebt hat. So eine menschliche Zelle sieht anders aus. Sie sehen wie in der Hefe auch der Zellkern. Es gibt es aber mehr zusätzliche Strukturelemente in der Zelle. Vor allem sehen Sie, dass hier diese roten Striche aufgetaucht sind. Das ist das Skelett der Zelle. Während E. coli und Hefe eine relativ feste Zellwand haben, dass sie ihre Form nicht groß ändern können, sind menschliche Zellen unglaublich flexibel in ihrer Form. Aber um trotzdem Festigkeit zu haben, haben die ein internes System an Filamenten. Wir nennen das Biofilamente. Die sind hier in Rot gezeichnet. Und wie wir gleich sehen werden, sieht man es dann auch in der Inventarisierung sehr genau. Hier sind die Zahlen alle wieder hochgegangen. Wenn wir jetzt die Inventarisierung machen, sehen Sie hier, ist ein vollkommen neues Gebiet aufgetaucht. Die Zytoskelettproteine sind jetzt die Proteine, die in den menschlichen Zellen dafür sorgen, dass die Zelle sozusagen ihre Form ändern kann, dass sie sich bewegen kann, wie ich es in dem einen Movie gezeigt habe. Sie sehen hier, wir haben sozusagen einen höheren Organisationsgrad, eine neue Dimension, die sich da in dem Organismus entwickelt hat. Man sieht auch, dass die Teile, die hier mit Proteinkontrolle zu tun haben, stark zugenommen haben. Okay, das ist jetzt sozusagen der technisch schwierigste Teil des Vortrages. Hier habe ich mal die ganzen Zahlen zusammengefasst, die in den anderen Bildern drin waren. Es geht jetzt nicht darum, dass wir die im Detail diskutieren. Die Zeit läuft auch ein bisschen aus. Aber was ich Ihnen hier einfach vermitteln möchte, ist, dass wir die Zahlen haben. Also wir können sozusagen für die Modellorganismen, die sozusagen die Wissenschaft untersucht, können wir die ganzen wichtigen Zahlen hinschreiben. Es gibt hier bestimmte Zahlen, die immer gleich sind in jeder Zelle. Zum Beispiel die Diffusionskonstante von kleinen Biomolekülen ist immer 10 Mikrometer Quadrat pro Sekunde. Die DNA ist immer die gleiche, ihre Basenlänge, Paarlänge ist immer die gleiche. Um Ihnen mal ein Beispiel zu geben, wie man mit den Zahlen arbeitet, machen wir mal Folgendes. Wir gehen mal zur Größe des Genoms. Die Größe des menschlichen Genoms ist 3,2 Giga Basenpaare. Das Giga bedeutet Milliarden. Wir haben also 3 Milliarden Basenpaare in einer Länge. Wenn Sie jetzt nochmal da unten schauen, ein Basenpaar ist 0,3 Nanometer. Ich muss einfach die zwei Zahlen miteinander multiplizieren, dann kriege ich die Länge des Genoms. Das Ergebnis ist genau ein Meter. Ja? Das heißt, in jedem Meter in jeder Zelle steckt ein Meter Genom. Ein Faden von der Länge ein Meter. Tatsächlich ist es 2 Meter, weil wir einen doppelten Chromosomensatz haben. Ja. Also 2 Meter Genom in jeder von unseren Zellen. Natürlich unheimlich stark aufgerollt auf einem ganz, ganz kleinen Volumen. Aber das sind die Art von Dinge, die man hier ausrechnen kann, wenn man diese Zahlen hat. Und wie gesagt, man kann hier jede Menge Überlegungen und Checks machen und sich überlegen, dass das alles auch gut zusammenpasst. Eine Sache, die ich auch sehr beachtlich finde, ist, dass zwar die Zahl der Proteine in den verschiedenen Zelltypen sehr unterschiedlich ist, aber wenn Sie es durchs Volumen teilen, kriegen Sie immer etwa die gleiche Zahl raus. Und der Grund ist ganz einfach. Die benutzen alle die gleichen Proteine. Alle Proteine haben etwa die gleiche Größe von 5 Nanometer und die sind sehr dicht gepackt. Und dann kommt genau diese Konzentration raus. Das ist also eine sehr universelle Eigenschaft von allen biologischen Systemen. So, die letzten Minuten möchte ich noch kurz benutzen, um das anzusprechen, was in der Einleitung erwähnt wurde. Die Biologie wird ja sehr oft so von der biochemischen und genetischen Seite aus betrachtet. Ich habe es bisher auch so gemacht in meinem Vortrag, wobei ich sehr starken Schwerpunkt auf die Zahlen gelegt habe. Zum Schluss möchte ich noch ein bisschen was über die mehr physikalischen Aspekte reden. Nicht jetzt über die Tatsache, dass wir als Physiker gerne Zahlen benutzen, sondern was sozusagen wirklich noch stärker physikalisch ist in der Zelle. Und das ist die Zelle als Material. Das kam jetzt ja schon ein paar Mal rüber. Jede Zelle ist auch eine Plasmamembran umgeben. Das kann man als Ölschicht betrachten, wenn man möchte. Das ist an sich, für sich alleine, viel zu weich. Ja, eine Zelle, die nur durch die Plasmamembran definiert ist, wäre viel zu empfindlich, wäre viel zu floppy, also wie sagt man da, biegsam.
Das heißt, die muss noch verstärkt werden, um wirklich sozusagen eine gute Konsistenz zu erreichen. Das macht die Zelle, zumindest die menschliche Zelle, indem sie so Polymer-Netzwerke aufbaut. Die habe ich hier so schematisch dargestellt. Zum Beispiel gibt es da ein Biomolekül Aktin, das lange Fäden bildet und das kann sowas machen. Und wenn man das zusammennimmt, dann hat man so ein Sandwich, außen die Plasmamembran, die sozusagen eine Barriere für den Transport rein und raus ist, aber an sich keine Stabilität hat, dann darunter eine Polymerschicht, ja, wie harter Plastik letztendlich, und zusammen hat man dann ein integriertes System, was gut funktioniert. Das ist das Prinzip, wie die menschliche Zelle ihre Stabilität erreicht. Ein schönes Beispiel dafür sind rote Blutzellen, die sind genauso gebaut. Ja. Die roten Blutzellen haben, wie ich schon mal erwähnt habe, keinen Zellkern und die sind sozusagen außen von so einem Sandwich umgeben. Das wird hier gezeigt, das ist die rote Blutzelle und sozusagen diese umgebende Schicht ist eine Doppelschicht. Das ist einerseits die Lipidschicht und dann noch so eine Polymerschicht, wo auch Aktin drin ist, aber noch ein anderes Stoff, Spektrin. Und der Rest der roten Blutzelle ist im Wesentlichen sagen, Speicher für Sauerstoff. Also Hämoglobin, ein Protein, was Sauerstoff aufnimmt, in der Lunge wird es aufgenommen und dann im ganzen Körper wieder abgegeben. Reine Diffusion, reine Physik, wenn Sie wollen. Das heißt, die rote Blutzelle braucht keinen Zellkern, die hat auch nur 120 Tage zu leben und in der Zeit muss sie im Wesentlichen Sauerstoff durch den Körper transportieren. Ja? Das heißt, mechanisch ist es eine ganz klar definierte Aufgabe und was am wichtigsten ist, ist eine gute Mechanik. Ja? Die muss sehr stabil sein. So, was wir auch in meiner Arbeitsgruppe typischerweise machen, ist, wir überlegen uns, warum Zellen die Form haben, die sie haben. Hier oben sehen Sie das Experiment. Eine mikroskopische Aufnahme einer roten Blutzelle. Sie sehen diese typische bikonkave Scheibe. Das hier ist eine Computersimulation. Da werden jetzt die richtigen physikalischen Gesetzmäßigkeiten und die richtigen Zahlen zusammengebracht. Und dann können wir sehr genau voraussagen, wie diese rote Blutzelle aussehen muss. Und es passt perfekt zum Experiment. Jetzt gibt es viele Krankheiten, wo die rote Blutzelle ihre Form ändert. Und die lassen sich in den Computersimulationen alle sehr schön generieren. Zum Beispiel gibt es hier diese Echinozyten, die kommen daher, dass die Zelle versucht, auf der Außenseite mehr Fläche zu erzeugen. Das kann man in der Computersimulation auch nachbauen. Oder es gibt ja sogenannte Stomatozyten, die sehen aus wie umgedreht sozusagen, eingestülpt. Da versucht die Zelle im Inneren mehr Fläche zu erzeugen und stülpt sich deshalb nach innen. Auch das kriegt man in der Computersimulation sehr raus. Auch die Form von roten Blutkörperchen, wenn sie im Blut mitschwimmen, kann man sehr gut mit hydrodynamischen Methoden simulieren. Das ist tatsächlich mein Doktorvater, der das hier gemacht hat. Und was er findet, sind diese Fallschirm- und Slipperartigen Formen, wie man sie auch im Mikroskop beobachtet, wenn man rote Blutzellen in dünnen Kapillaren anschaut. So, was uns speziell jetzt interessiert, ist die Schnittstelle zwischen diesen zwei manchmal ein bisschen disparaten Arbeitsgebieten, einerseits die Biochemie und Genetik und andererseits diese mehr strukturellen Aspekte von Zellen. Und da möchte ich Ihnen nur kurz sozusagen am Schluss noch ein bisschen einen Geschmack geben, um was es da geht. Das ist ein berühmtes Experiment, was 1997 in Science veröffentlicht wurde. Was man hier gemacht hat, ist, man hat Zellen genommen und hat sie auf kleinen Inseln eingesperrt. Ja. Und was sich dann ergibt, ist, dass die Zelle abstirbt, weil das eine unnatürliche Situation für die Zelle ist und sie geht in den sogenannten programmierten Zelltod, ja, der im Körper auch die ganze Zeit passiert, wenn Dinge nicht ganz richtig sind in der Umgebung. Wenn man Zellen dagegen auf großen Gebieten kultiviert, dann wachsen die und fühlen sich wohl. Ja. Jetzt kann man argumentieren, okay, was auf der rechten Seite passiert ist, ich gebe den Zellen einfach mehr Biochemie. Ja. Eine große Insel bedeutet viel Biochemie und deshalb fühlen sie sich wohl. Darum wurde dieses Experiment in der Mitte gemacht. Sie haben jetzt sozusagen wenig Biochemie, weil sie nur wenige von diesen Biomolekülen benutzen, die hier grau, als grau gezeigt sind, aber sie haben die große Fläche. Ja. Und dann war die Frage, fühlen die Zellen sich wohl oder sterben sie ab? Ja. Und das überraschende Ergebnis war, sie fühlen sich wohl. Das heißt, es ist nicht die Biochemie, es ist nicht die Zahl der Moleküle, die ich Ihnen von außen gebe, es ist die Tatsache, dass ich Ihnen eine große Fläche gebe. Das ist das Wichtige. Ja? Die Zellen wollen sich ausbreiten, dann fühlen sie sich wohl. Also wenn sie so wollen, ist es mehr die Struktur und weniger die Biochemie.
Allerdings ist es halt hier sehr stark gekoppelt. Und was man dann später herausgefunden hat, und da haben wir auch einiges dazu beigetragen, ist, dass die sozusagen, worauf die Zellen wirklich reagieren, sind gar nicht mal so die physikalische Ausdehnung, sondern sie reagieren vor allem darauf, dass sie starke Kräfte entwickeln können. Ja. Nur wenn sie sich ausbreiten können, können sie gut zusammenziehen. Und es sind diese Kräfte, die dazu führen, dass sie sich wohlfühlen. Ich springe jetzt mal ein bisschen, weil ich ein bisschen getrödelt habe. Und sozusagen versuche mal hier das ohne Bilder zusammenzufassen. In meiner Arbeitsgruppe haben wir Methoden entwickelt, um diese Kräfte zu messen und zu modellieren. Und was wir herausgefunden haben, ist, dass die typische Kraft, die von Zellen erzeugt wird, 10 Nanonewton ist. Also Nano ist wieder diese sozusagen griechische Silbe für 10 hoch minus 9. Und Newton ist die Kraft, die wir alle kennen, die typischerweise Äpfel zum Fallen bringt. Ja? Das heißt, sie müssen im Grunde sozusagen milliardenfach die Kraft zusammensetzen, die da erzeugt wird, um auf eine makroskopische Kraft zu kommen. Also es ist eine unglaublich kleine Kraft, aber die kann man halt mit bestimmten Methoden messen. Jetzt ist die Frage sozusagen, ob diese Zahl Sinn macht. Das ist sozusagen die ganze Idee von unserem Ansatz. Wir wollen immer verifizieren, dass die Zahlen, die wir für die Biologie herausfinden, auch Sinn machen. Und das kann man in dem Fall tatsächlich argumentieren. Dazu muss man noch ein paar andere Zahlen wissen. Man muss die Umgebungssteifigkeit kennen. Das habe ich jetzt ein bisschen übersprungen, aber die typische Umgebungssteifigkeit beträgt 10 Kilopascal. Auch wieder eine physikalische Einheit, über die ich jetzt nicht so ausführlich reden möchte. Aber wir kennen die Zahl. Wir kennen die damit zusammenhängenden Spannungen im System. Wir wissen, über welche Größe die Zelle sich mit ihrer Umgebung verbindet, nämlich Mikrometer. Und dann können wir eine Rechnung aufmachen, dass die Spannung mal die Fläche, über die die Verbindung hergestellt wird, die muss genau diese Kraft ergeben und es passt. Ja? Diese 3 Zahlen, die ich hier genannt habe, von denen wir sicher sind, dass die alle 3 stimmen, stehen im richtigen Verhältnis zueinander. Die Spannung mal die Fläche gibt genau die gemessene Kraft von 10 Nanonewton. Das heißt, es macht alles Sinn. Ja? Und das ist genau unsere Philosophie, nicht nur bei der Biochemie und Genetik, sondern auch bei den strukturellen Eigenschaften der Zelle und bei den Themen, wo sich alles irgendwie miteinander verbindet, müssen die Zahlen einfach Sinn machen. So, damit bin ich jetzt relativ stark am Ende. Kurze Zusammenfassung. Biologie ist unheimlich komplex, ist ein komplexes System. Sie haben viele Beispiele im Vortrag gesehen, wo man sich denkt, oh Gott, wie sollen wir das jeweils verstehen? Aber der Punkt ist, als Physiker sozusagen ist es ganz klar, die Dinge müssen Sinn machen im Lichte der Physik. Wenn wir die richtige Physik anwenden, dann müssen die Zahlen stimmen und die Konzepte müssen schlüssig sein. Und ich glaube, wir sind auf einem sehr guten Weg. Aufgrund von neuen Technologien, Datenverarbeitung, Modellierung, können wir die Lebenswissenschaften zunehmend quantifizieren. Wo ich jetzt ein bisschen drüber gesprungen bin, ist, es gibt viele Lücken, die wir mit Modellen ausfüllen können. Das ist sozusagen unsere Aufgabe als theoretische Physiker. Ich habe Ihnen heute auf jeden Fall gezeigt, dass die molekularen Bestandteile sehr gut vermessen sind. Aus der Physik haben wir jetzt ein sehr gutes Verständnis der strukturellen Eigenschaften, also Membrane und Polymere, worüber ich jetzt relativ kurz nur geredet habe. Es gibt schon viele Arbeitsgruppen, die künstliche Zellen bauen. Da gibt es verschiedene Ansätze. Es gibt heute schon Zellen, die im Wesentlichen Öltröpfchen sind oder umgedrehte Öltröpfchen, die Eigenschaften von Leben tragen. Man kann es mit Lipidbläschen machen, mit Polymerkapseln. Aber sozusagen die Grundidee ist immer, man versucht, das Leben nachzubauen, um mit ähnlichen Materialien zu arbeiten. Zum Schluss möchte ich noch die eine Frage kurz nochmal anschneiden, die ich schon am Anfang mit der Medizin ein bisschen angeschnitten habe. Was bringt uns das alles für konkrete Anwendungen? Und obwohl wir Grundlagenforscher sind und eigentlich nicht sozusagen Anwendungen als erstes im Blick haben, würde es uns natürlich schon freuen, wenn das, was wir machen, auch in der Medizin sozusagen neue Therapien erzeugt. Und ich möchte Ihnen hier nur mal ein Beispiel zeigen, was ganz frisch ist, von einer Arbeitsgruppe aus Dresden, die im gleichen Gebiet arbeitet. Was Sie hier auf der linken Seite sehen, ist ein Standardverfahren der Biologen. Wenn ein Biologe einen Sack Zellen bekommt, ja, und wissen möchte, was da drin ist, dann benutzt er ein Experiment, das heißt fluoreszenzbasierte Durchflusszytometrie. Da werden die Zellen ganz schnell durch einen Kanal geschickt und für jede Zelle wird entschieden, was für ein Typ von Zelle ist es. Ja. Und da werden dann verschiedene Merkmale ausgelesen. Wenn ich die gegeneinander auftrage, kriege ich solche Darstellungen, wo solche Inseln hier immer einen Zelltyp darstellt.
Hier auf der linken Seite habe ich aus der Wikipedia genommen, das sind irgendwelche Marineorganismen. Und man sieht hier im Wesentlichen, dass es 3 oder 4 verschiedene Arten von Organismen gibt in dieser, in diesem sozusagen Probe, die ich aus dem Meer genommen habe. Auf der rechten Seite wird es in Blutprobe untersucht. Und wieder sehe ich solche Inseln. Aber wenn Sie mal schauen, was hier ausgemessen wurde oder ausgelesen, es wurde die Zellgröße ausgelesen und die Verformbarkeit der Zelle. Ja? Das hat überhaupt nichts mit Biochemie oder Genetik zu tun, das sind die mechanischen Eigenschaften der Zellen. Und die erlauben mir das genauso, die Zellen auseinanderzuhalten, wie diese Methode. Diese Methode hier ist komplizierter, weil ich die Zellen erstmal mit irgendwas markieren muss. Ja? Irgendwas, was auf die Biochemie oder auf die Genetik der Zellen anspringt. Auf der rechten Seite habe ich nur ihre Mechanik benutzt, ja, reine Physik sozusagen. Ich brauche ein Experiment, wo ich sehr schnell viele Bilder von Zellen machen kann. Ich muss sehen, wie sie sich verformen, wie groß sie sind. Und dann kriege ich sehr schnell sehr viele Datenpunkte. So kann man jetzt zum Beispiel von Patienten einfach Blutproben nehmen und herausfinden, was für Zelltypen in ihrem Blut drin sind. Insbesondere Krebszellen oder irgendwelche Stammzellen, was halt in Blut typischerweise gesucht wird. So, damit bin ich jetzt wirklich am Ende. Ich wollte Ihnen nochmal ans Herz legen, wenn Sie sozusagen mehr lesen wollen, wenn Sie diese Zahlen gerne nochmal sehen möchten, die ich hier erwähnt habe, da gibt es dieses Buch, was demnächst erscheinen wird, was man aber auch schon auf dem Internet runterladen kann. Ich selbst habe vor kurzem einen kleinen, sozusagen populärwissenschaftlichen Artikel geschrieben für das Physikjournal, der auch auf meiner Webseite runterzuladen ist. Damit danke ich Ihnen herzlich fürs Zuhören und bin noch offen für Fragen.